Hallöchen, Leute. Ich begrüße euch mal wieder bei Starbound, zusammen mit dem Blumenmädchen. Und wir sind endlich mal wieder so weit, dass wir weiterspielen können. Überraschung. Es wurde mittlerweile wieder alle Charaktere gelöscht. Aber das zum Glück zum letzten Mal, haben sie uns versprochen. Und ich habe hier schon einen kleinen Tacken aufgebaut, damit wir am Anfang nicht ganz doof dastehen. Ich bin wieder ein Roboter, der unheimlich cool aussieht, finde ich. Ich bin wieder ein Blümchen. wir haben auch direkt das Schöne dieser Welt festgestellt, auf der ich hier gelandet bin. Der Regen ist giftig. Aber ansonsten gefällt mir die echt ganz gut. Wir haben einen schönen blauen Boden, wir haben unser erstes Haus, wir haben ein Bett, wo ich mich reinlegen kann. Haben die ersten Sachen schon gemacht, wie Ofen bauen und hast du nicht gesehen. Und eigentlich können wir jetzt erstmal ein bisschen runter. Ich hoffe, dass wir diesmal auch ein bisschen mehr dazu kommen zu bauen, einfach weil ich das auch ganz schön finde. Aber das ist ja toll für ein Blumenmädchen, keine Sonne, giftiger Regen. Sonne gibt es, die hast du nur verschlafen. Oh. Und ich will uns dann nochmal eine Tür vorne hin machen, dass wir das ein bisschen. Bin ja mal gespannt, was sich seit dem letzten Aufnahmesession-Dingens alles verändert hat. Ich denke einiges. Auf jeden Fall kamen so coole Dinge wie. Bosse sind jetzt, also Bosse wurden zum Teil angepasst, Waffen sind jetzt legendärer, bei legendären Waffen, es gibt einen Haufen neuer Waffen, man könnte jetzt prinzipiell Charaktere mit Permatod und Hardmode spielen, dass wenn man stirbt, die Sachen alle wegfallen und nicht nur die Pixel, was ich persönlich recht krass finde. Ist ja auch nicht so mein Ding. Nee, machen wir das lieber entspannt. Lass uns schon mal runter, ich werde hier, ich habe natürlich noch nicht so viele Fackeln. Na, ich auch nicht. Warte mal, ich habe da gerade noch eine Idee. Lass uns mal eben wieder hoch, weil ich weiß, man konnte irgendwo im Ofen. Mittlerweile glaube ich, wenn meine Maus dann schon wieder reagiert, ein bisschen Holz zu Kohle machen. Genau. Kostet ja auch nur 10 Holz für eine Kohle, aber. Ah, jetzt lass es doch nicht rein. Das klingt wie ein Pferd. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, was soll ich sagen? Genau, Bäume wieder anzupflanzen. Da kommen so lustige Seeds von raus. Da habe ich auch schon einige von im Inventar und habe die vorhin auch schon angepflanzt gehabt. So, jetzt habe ich meine 10 Fackeln. Oh, der Regen hat aufgehört. Das heißt, wir könnten theoretisch gesehen auch oberirdisch rumlaufen. Hier war ich, bin ich hier schon losgegangen, um Steine zu finden. Oder ich will nicht schnell eine neue Waffe haben, weil die sich einfach so unheimlich wenig Schaden macht. Du solltest dich jetzt schon mal heilen. Die sind witzigerweise harmlos. Und hier sieht man, war ich überall schon so ein bisschen. Das Interessante ist, nein. Die sind nur so lange harmlos, bis man sie angreift. Ja, nee, die bleiben einfach stehen, wenn du auf sie drauf haust, oder was hast du dir gedacht? Übrigens, lass doch die Bäume zum Teil Schlingpflanzen fallen, oder wie die Sachen. Du hast gesagt, die sind harmlos, aber die waren nicht harmlos. Ja, harmlos im Sinne von, die greifen dich nicht von alleine an. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass die das hinnehmen, wenn du gemütlich auf sie einprügelst. Aber ich sehe das gerade erst. Ein Teil der Bäume, die ich hier habe, sind, glaube ich, reine Schlingpflanzen. Also da kriegt man nur diese Plant Fibers raus. Und keinerlei Bäume. Holz. Greifst du mich an? Nein, gut. Mittlerweile sind sie nicht mehr so harmlos. Es kommt davon, wenn das Blumenmädchen immer gleich auf alles draufhauen muss. Hilfe. Hilfe ist gerade ausverkauft. Die gab es nur noch im Souvenirshop nebenan und der hat gerade geschlossen. Die belagern mich hier. Ich komme jetzt übrigens auch freiwillig zurück. Ja, nachts durch die Gegend zu laufen ist vielleicht nicht die beste Idee. Zumindest nicht, bevor wir nicht ein bisschen bessere Ausrüstung haben. Ich hatte 2 fliegende Brummer und 3 so eine hüpfenden. Ja, Flieger Bälle. Hatte ich auch schon. Übrigens, man kann sich jetzt, wie man hier bei mir gerade sehen kann, zum Planeten und zum Home warpen, wobei Home halt wieder das eigene Schiff ist. Aber das ist halt recht sinnvoll, weil ich mich zum Beispiel auf dein Schiff warpe, kann ich von da aus mich jetzt auch zu mir zurück warpen, auf mein Schiff. Sollte ich können, wenn ich hier vernünftig drücke. Nee, funktioniert nicht. Okay, interessant. Das geht wohl doch nicht. Aber wenn ich Warp to Planet lande, bin ich hier gelandet. Wenn ich in deinem Schiff war. Komisch. Ich hatte ja schon beide in derselben Umlaufbahn. Ah, ich habe schon ein bisschen Eisen gefunden.
Da kannst du dir gleich auch mal was rausnehmen. Das ist nämlich das für die erste Quest. Oder für die nächste Quest. Danach müssten wir alle haben. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel man braucht für und welche Western. Ach nee, wir bräuchten erstmal einen Amboss, oder? Genau. Brauchten wir 8, aber das ist eh egal, weil dann haben wir vom Rest noch nicht genug. Da. Dann würde ich sagen, des Nachts machen wir uns vielleicht doch nochmal auf den Weg nach unten. Weil da gibt's halt Dinge und so. Sekunde. Muss mal ganz kurz eine Taste ändern. Schön ist, ich kann dich einfach mit runterbauen. Was ist das denn da? Das war einfach nur ein Dreck. Ja, besser. Was hast du jetzt umgelegt? Ja, ich habe doch kein Mausrad. Ich spiele ja mit Trackball und muss die Tasten jedes Mal als Mausrad deklarieren. Stimmt, man kann Mausrad benutzen, da war was. Da konnte man nicht irgendwie. Ja, kann man. Aber da Nix. ist nichts Interessantes. Ja, wir können aber trotzdem meine Fackel wieder hier lassen, damit wir zwischendurch auch ein bisschen zu den Seiten sehen. Warte mal. Nee, das ist auch irgendwie nix. Da kommen wir weiter runter. Ja, wir werden jetzt versuchen, ab und zu mal wieder zum Aufnehmen zu kommen. Leider haben wir nicht so oft Zeit dazu. Das, weil wir gleichzeitig Zeit dazu, das ist das größte Problem. Und das Schlimmste war, dass dauernd die Charaktere weg waren. Ja, wer sich jetzt fragt, so, ich habe das ja noch gar nicht gesehen, was machen die dazu? Sollte vielleicht einmal, warte mal, wir konnten eine Fackel wieder mitnehmen, zurück zu Folge 1 gehen, wenn ihr die noch nicht kennt, da und dann ein paar Folgen zumindest schauen, da erfährt man die Grundlagen des Spiels schon mal so ein bisschen. Und ja, wir haben halt zwangsweise hier ein Charakter-Reset, weil Starbot macht den halt. Können wir nichts gegen tun. Ich hätte auch gerne Muss noch meinen dazu sagen, das ist ja Anfangsroboter. Early Access. Ja, Beta-Version des Spiels offiziell. Und dementsprechend, da wurde halt von Anfang an noch gesagt, so, das passiert halt. Müsst ihr leider mit leben. Das war, glaube ich, nur Dreck. Von daher kommt man da nicht dran vorbei. Aber jetzt sollen die Charaktere bleiben. Das heißt, wir können uns dann auch mal ein bisschen auf ein langfristigeres Spiel einstellen, uns mal irgendwie ein schönes Haus bauen. Ohne dass wir davon ausgehen müssen, dass irgendwie eine Woche bei der nächsten Aufnahmesession zu. Das heißt, ja, wir dürfen von vorne bauen, weil unsere Charaktere wieder gelöscht wurden. Ja, das war ein bisschen nervig. Finde Ich ich hoffe, echt. dass wir bald unser Raumschiff ausbauen können. Das wäre toll. Ich habe immer wieder mal geguckt, aber immer noch nichts dazu gefunden, wie das funktionieren wird. Ich denke, wenn man in spätere Sonnensysteme kommt, spätere Systemstufen, wird man das halt irgendwie können. Aber wie, ich weiß es nicht. Ich habe keine Fackeln mehr. Ich habe noch 6 und eine Höhle gefunden. Mit irgendwas Huh? Hässlichem. Oh, da ist etwas Vergiftendes im Boden. Wir sind beide genau reingesprungen. Nicht schön. Dieser Planet mag uns nicht. Hier ist alles giftig. Ja, der Planet ist echt nicht ohne, das gebe ich zu. Aber ich mag ihn erst mal zu Hause. Ich bin hier aufgewacht zum ersten Mal. Ich bin schon wieder vergiftet. Näh. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Sand mitnehmen, um Sand zu haben. Da ist Kohle. Haha. Nur ist hier vorher noch giftiges Wasser. Und ja, wir werden erstmal wieder reichlich Material suchen dürfen und genug Kohle oder Bäume, um irgendwie zum nächsten Planeten zu kommen. Und falls jemand die erste Folge nicht gesehen hat, Starbound ist ein Terraria-Klon mehr oder weniger in Sci-Fi-Setting mit Raumschiffen, verschiedenen Planeten und ja, jeder Menge Spaß. Das Ganze ist auf Steam erhältlich oder auf deren Webseite. Kostet momentan, glaube ich, 15 Dollar oder Euro, je nachdem, worum man es sich holt. Da unten ist schon wieder giftiges Wasser, gräh nicht so weit.
Wow. Und hässliche Viecher. Ich sollte vielleicht auch wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Du hast einen Bogen, ich habe noch keinen. Ja, das erste, was ich mir gebaut habe, so ungefähr war ein Bogen. Oh, das ging gut. Tja, dann mach mal Robin Hood. Robo Hood ist auf dem Weg, aber Robo Hood muss ich jetzt erstmal wieder neue Fackeln machen. Das waren grandiose 20 Stück. Du bist schon wieder in das Giftding gesprungen, oder? Ja. Da ist Kupfer. Und ganz viel Sand. Ich liebe Sand. Da ist noch mehr drin. Das wird alles zu uns runterkommen. Aber es ruckelt nicht mehr. Ist das der Ah, doch, Anfang? bei mir in der Aufnahme ruckelt das jetzt schon so ein bisschen, wenn der Sand hier angeht. Aber ja, meine Fresse, da wird gerade Aber ganz viel Sand berechnet. Da ist das jetzt nicht so nee, das meine überraschend. ich nicht. Ich meine die Also serverseitiges Server. Ruckeln, ja. Stimmt, da haben wir gerade kaum Probleme. Ich sehe dich wieder richtig bewegen, nicht so wie letztes Mal. Ja, ich denke, da haben sie halt auch dran gearbeitet, die Engine einfach ein bisschen zu optimieren. Und wir haben hier Zeug, wir haben sogar Silber schon dabei. Da vorne ist auch noch mehr Gold. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Sand voll gut finde? Aber wir sollten uns wirklich für ein permanentes Haus, glaube ich, einen anderen Planeten suchen. Der hier ist einfach zu feindlich. Ja, also wenn man nicht mal dem Wasser trauen kann. Ja. Das finde ich schon ein bisschen maut. Aber ist ja so schön blau. Das hat mir gefallen. Und da ist noch Kohle drin. Sehr schön. Wir sammeln uns jetzt einfach ganz, ganz viel Holz oder was weiß ich zusammen. Das Problem ist, die Kohle. Hälfte der Bäume oder überall gibt kein Holz, sondern nur das Zeug, was man für Pflanzen braucht. Für Bandagen. Apropos Bandagen, ich kann mir da mal einen Haufen neuer, glaube ich, von machen. Ich habe da nämlich gerade noch ein paar Bäume gefällt. Ich kann mal eben 38 davon. Also dafür ist das super zum Heilen. Ich habe jetzt 46 Bandagen mal eben so dabei. Und da vorne ist noch mehr Kohle. Aber gut, wir sammeln halt alles mal zusammen. Ja. Die Das beiden war's, das Raumschiffe. harmlos. Dann suchen wir uns einen hübschen Planeten und dann bleiben wir da. Oh ja. Ja, und dann, wir können uns dann einfach ein Zeug sammeln und einen Boss machen und sowas. Aber das Schöne ist, man kann ja einen Planeten als Basis setzen und den quasi als Zuhause behalten und da auch sein Lager aufbauen. Und das nicht wie wir die letzten Male immer auf dem Schiff machen. Ja. Wie setzt man so einen Planeten als Basis? Da gab es einfach nur Set Home Befehl. Ich habe das noch nicht gemacht, aber das müsste ja irgendwie gehen. Da links ist auch noch Eisen. Ja, haha. Ich würde sagen, was Rohstoff angeht, ist der Planet eigentlich ganz angenehm am Anfang. Ich habe auch oberirdisch am Anfang schon Gold gefunden. Ui. Ja, es soll ja auch ein neues Biom geben. Stimmt. Das Savannenmäßiges war das, glaube ich. Und man muss, dafür, dass der feindlich ist, findet man hier auch echt viel Zeug. Aber ich will halt gerne draußen spazieren gehen. Ja, ich auch, aber das geht halt des Ohne vom Nachts gar Regen nicht. gebraten zu werden. Saurer Regen, wir können halt nichts dafür, dass die hier früher so viele Kraftwerke hatten. Das ist ja, ist jetzt ja nicht irgendwie direkt meine Schuld oder so. Wir als Roboter, wir verbrauchen ja auch nicht viel Energie. Übrigens soll es ja auch Rassenfertigkeiten geben. Ja. Die sollen über die Rüstung, glaube ich, dann funktionieren. Dass wenn man die Rassenrüstung hat, man dann die Fähigkeiten aktiviert. Glaube ich. Du solltest dich, Gott sagen, schon mal heilen. Da oben sind schon Diamanten. Bei mir ist zum Beispiel irgendwas mit Sonne. Stimmt, dass du währenddessen, glaube ich, irgendwie dich heilen sollst oder sowas? Nee, ich glaube, die Energie ist dann schneller wieder da. Ja, oder was auf jeden Fall so ein paar Sachen, die bisher recht schwer nachzuvollziehen waren. Die Roboter hatten, glaube ich, irgendwie einen Sprunghöhenbonus oder war das die Affen? Eins von beiden. Ich weiß, dass ich das einfach mal grob überflogen hatte, was hat. Schon ganz viele Melonensamen. Ja. Ja, komme ich da halt rüber? Mist. Oh, hier geht's noch weit runter. Aber erstmal finden wir noch ein bisschen Silber. Allererste, was wir uns bauen, ist aber Stoffkleidung. Für uns beide. Leder, wenn man so viel Leder finden würde. Ich habe jetzt eins. Dann müssen wir jagen gehen.
Jeder mit dem Bogen auch. Ja, oder dann das Hunting Knife, sobald wir das haben. Das gab es ja auch noch. Das fand ich persönlich die schönere Waffe. Ach, der arme Fisch, der kann sich doch nicht mal wehren. Oh, da oben ist eine Truhe. Ich habe ein Rainbow Bed Blueprint. Pschi, ich kann jetzt ein Regenbogenbett bauen in einer Regenbogentruhe. Ja, dann weißt du ja, was du denn als nächstes craften musst. Ich befürchte, dafür wird mir noch ein bisschen Material fehlen. Aber hier ist gerade unheimlich viel Kupfer und da an der Seite auch noch mehr. Also. Aber ein Regenbogenbett. Weil wegen bunt und so. Was soll man auf einem blauen Planeten auch anders erwarten? Und das soll jetzt einfacher sein, an Schusswaffen zu kommen. Okay, das finde ich auch cool. Ich weiß, oh, was mich mir auch noch einfällt, was ich gelesen habe, sie haben neue Mechs eingeführt. Also Maschinen, die man, quasi Fahrzeuge, die man sich reinsetzen kann. So Bin mal Läufer. gespannt. Ja, bin ich auch. Ich habe ja doch gar keine davon gesehen, weil wir sind ja jetzt letztes Mal nicht so weit gekommen. Wir haben ja gerade angefangen, Gehirne auszusaugen. Wobei das auch schon ein lustiges Feature war, muss man sagen. Von diesem Sand haben wir doch bis zum Umfallen. Sehen, ob man aus irgendwas davon dann auch schöne Baublöcke machen kann. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht eigentlich friedlich Oh. waren. Jetzt sind sie es nicht mehr. Genau. Na, schaffst du es? Ja, ich habe sogar Fleisch dafür bekommen. Das ist auch ganz schön. Mittlerweile haben Monster so eine gewisse Rate an, wir lassen trotzdem Fleisch und Leder fallen. Das finde ich gut. Ja, ich auch. Weil sonst ist das doch teilweise recht aufwendig, das zu bekommen. Übrigens, der See, den du gerade geplanscht hast, ich habe den mal ablaufen lassen. Ja, hier unten ist das Wasser nicht mehr so gefährlich. Ja, das ist blau. Blau ist Wasser in Ordnung. Grün ist giftig. Eigentlich recht einfach. Was grün ist, ist es giftig. Und ich brauche neue Fackeln. Oh, da oben ist ja noch krass viel. Richtige Taste. Mann. Was versuchst du denn da gerade? Ich guck bloß, was ich für Blöcke habe, die ich setzen kann. Ach so. Und Sand war nicht so sinnvoll. Ja, Dirt ist irgendwie die bessere Wahl. Muss sagen, der Server läuft doch echt schön stabil. Steam sagt mir währenddessen schon, meine Verbindung wurde unterbrochen und der Server merkt davon nichts. Super. Jetzt sagt Steam mir, du bist wieder online. Zum Glück nicht Sehr schön. in-game, sondern nur mit dem Chatfenster, das nebenbei noch offen ist. Naja, läuft ziemlich rund. Ja. Also kann ich, was das angeht, auch nur jedem empfehlen. Das ist echt einfach zu handhaben. Wir haben einfach ein Hamachi-Netzwerk aufgemacht, beide rein, Server angemacht, Adresse vom Hamachi-Netzwerk eingeben und man kann da joinen, ohne Probleme. Das ist irgendwie echt Das Ding komfortabel. einwandfrei. Einfacher als zum Beispiel Minecraft, wo man Netzwerk ja immer wieder Probleme macht, warum auch immer. Eigentlich müsste man ja meinen, die haben da mittlerweile, das machen das lang genug, dass sie es hinbekommen. Die bekommen das hier instant funktionierend hin. Und es macht halt im Multiplayer zusammen auch echt Spaß. Oh ja. Und das sage ich als Nicht-Minecrafter oder Terraria-Spieler. Ich habe zwar beides, aber ich habe es nie wirklich gespielt. Ja.
Terraria war mein erstes Let's Play, also ich kann mich Terraria nicht entziehen. Aber es ist halt eigentlich ein Spiel, wo man sagen muss, es ist für, kann jedem Spaß machen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, es ist was, was ich weiß, wie Battlefield, was halt einfach Leuten, die auf Action stehen, Spaß macht, sondern es gibt für jeden irgendwie so Kleinigkeiten dabei, sei es das Erkunden, sei es das Bauen, sei es das lustige, bis hässliche Viecher finden. Mal sehen, ging es hier irgendwo noch weiter? Eine Minimap haben sie, glaube ich, ja, ging es noch immer noch nicht. Der hält ganz schön was aus. Und es ist auch schade, dass man noch nicht die Namen der Monster sieht, immer noch nicht. Es wäre voll cool, wenn man da sehen würde, wie die heißen. Wobei sie wahrscheinlich halt einfach für die Monster, weil die random generiert sind, keine Namen generieren, aber... Oh, die Blumen heißen mittlerweile Pretty Flower und nicht mehr... Statement. Colorful Spiral Flower. Statement Sand. Kreativität ist eine Tugend. Ja, ich falle nicht gut. Und ich habe auf dem Weg viele wertvolle Dinge fallen gelassen. Warte mal, wir machen das mal anders. Flowern Smash Melon. Roboter Smash Enemy. Ach ja, das Blumenmädchen, wie habe ich vermisst. Das ist so blöde, das ist schon wieder lustig. Oh ja. Ja, ich muss sagen, ich finde Roboter als Rasse immer noch cooler, weil er sieht, diese grüne Form hinten auf dem Kopf sieht unheimlich cool aus. Und die haben einfach die coolsten Schiffe, weil die Steampunk angehaucht sind. Und es gibt nichts Schickeres als Steampunk. Der Gero hat ja auch gleich mit seinem ersten Test hier den Gerobot erstellt. Gerobot. Auch ein schöner Name. Extrem beliebt zu sein ist mit den Robotern. Die sind ja auch gut. Ich habe ja zwischendurch den Affen genommen, der war lustig, der Ninja-Affe, aber der sah halt mehr aus wie so ein kleiner Molch. Nee, als ich da die Räubermütze hatte, sah er aus, als würde jeden Moment einfach nur hinter dir mit dem Messer auftauchen und dir die Kehle aufschneiden oder sowas. Da hatte ich ja fast vor meinem eigenen Figürchen Angst. Jetzt siehst du natürlich sehr viel liebenswerter aus. Ja, aber natürlich, guck dir diese charmanten roten Augen an, dieses freundliche Lächeln, der hochstehende Metallkamm auf dem Hinterkopf. In einem Arnold Schwarzenegger-Film gesehen. Oh ja, der war auch sehr charmant. Man muss Roboter doch einfach lieben, oder nicht? Die sind fast so gut wie Zwerge. Hör bloß auf mit Zwergen. Ihr müsst dazu wissen, bei Bloodborne wurden seine Orks gerade noch von Zwergen verdroschen. Ja, ich habe mal wieder Blood Bowl ausgepackt, die Chaos Edition. Und das erste Spiel, also die ersten drei Spiele liefen super, habe ich ein paar Goblins zerquetscht, aber dann kamen die Elfen und haben mich einfach ausgespielt. Das war echt übel. Und dann kamen die doofen Chaos-Zwerge und haben einen nach den anderen meiner Schwarzorks ausgenockt. Aber ich konnte noch ein 1-1 rausholen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das damals im Let's Play gespielt habe. Das Spiel ist eigentlich unheimlich gut. Und übrigens bringe ich hier gerade den ganzen Sand zum Einstürzen. Ich liebe es. Wobei, was ich bei Blackboard mittlerweile unheimlich verwirrend finde, dass es so einen Haufen verschiedener Editionen gibt und du einfach nicht weißt, was zur Hölle ist jetzt bei welcher Edition und wie, worum geht's da? Du Männchen, Fall! Die Chaos Edition, das reicht. Ich weiß nicht, ob ich die ich weiß, dass ich die Legendary hatte. Das war das, was zu der Zeit das aktuellste, glaube ich, war. Aber da fehlten die Chaos-Zwerge. Sicher? Nee, ich glaube nicht, aber ich bin mal auf dem Weg nach oben. Ich glaube, die gab's da auch schon. So, da sind wir wieder. Warp to Planet. Aber das passt ganz gut. Ich kann mich nämlich jetzt schon mal hinstellen, einen Haufen Metalle durchschmelzen. Und für die Folge können wir erstmal Schluss machen. Wir sind mit 24 Minuten ja gut dabei. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir ein bisschen Metalle verarbeitet haben. Und mal kicken, wie wir dann weitermachen. Bis dann, Leute. Macht's gut.